Weiter geht's mit dem SV Meppen in unserer Karriere. Heute steht auf dem Plan der 22. Spieltag gegen die Viktoria aus Köln. Und deswegen ohne große Umschweife würde ich sagen, wackeln wir gar nicht lange drum rum und gehen rein. Da ist die Übereinkunft mit Robin Kehr aus Fürth für 590.000 aus Fürth. Das linke Mittelfeld als Ersatz für Herrn Düker, der ja uns verlassen wird. Und damit gehen wir in die Verhandlungen. Und schauen, was er denn so möchte. Was wir uns loslegen können, genau uns auch und Rotationsspieler, das nehmen wir mal an. Die Teamrolle, die Vertragslaufzeit, wir sagen mal 4 Jahre. Gucken, ja, die nehmen wir auch an, okay. Freigabesumme nehmen wir raus. Vom Gehalt her möchte er lieber den Bonus, werden wir entfernen. Und wir werden das Gehalt ein bisschen erhöhen. Wir geben ihm mal 1.000 € im Gehalt und Gehalt das nimmt er an. Und damit willkommen Robin Kehr aus Fürth. Und El Helve mit Osnabrück könnte das von mir aus klar gehen. Und dann würde ich sagen, fackeln wir länger drum rum und gehen rein in den 22. Spieltag hier heute gegen die Viktoria. Die Viktoria 4-2-3-1 breit mit Militz im Kasten, mit Gottschling, mit Hajrovic, mit Rossmann und mit Holter in der Viererkette. Dann Klingenburg, Lorch durch Doppel-6, dann Handle, Day und Risse auf der in der offensiven Dreierreihe und Thiele vorne im Sturm. Bei uns mit Plugmann, mit Ballmann, mit Borges, mit Bühning, mit Alhazaimé, mit Papadopoulos und Egerer, dann Hemlein, Andermatt, Düker und Krüger. Beziehungsweise für Düker wird Kehr mal gleich spielen. Der Neuzugang. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie nach Köln. Und dann schauen wir mal, was uns hier heute dann in dieser Partie erwartet und damit gehen wir rein in die Partie. Handle hat 3 Tore erzielt in den letzten 3 Partien, also auf den sollte man aufpassen, da auf die offensiven Leute. Und dann heißt das willkommen im Sportpark Höhenberg hier in Köln zur Partie der Viktoria hier zu Hause gegen den SV Meppen. Die Aufstellung haben wir eben ja bereits gesehen. Von daher würde ich sagen, gehen wir gleich rein in die Partie hier in Köln. Auf geht's. Der SV Viktoria stößt an über Thiele. Day durch. Ajrovic. Und Almaz spritzt da hin, spritzt recht dazwischen. Krüger, da ist gleich mal der junge Kehr, Neuzugang. Ausführt. Kehr macht das gleich mal gut. Will ihn dann gleich mal in lange Ecke schlenzen, wird abgeblockt, gibt den ersten Eckball für den SV Meppen nach gut 4 Minuten.
Den wird Hemmlein bringen. An den 5-Meter-Raum geschnitten. Der ist nicht schlecht. Militz ist aber zur Stelle. Und Borsmann für die Viktoria. Wieder Holthaus. Klingenburg. Seitenwechsel mit Lorch. Langer Ball nach außen. Der kommt natürlich an bei Marcel Risse. Gegen El Hasalmeh. Aber der macht das gut. Stellt da gut den Körper rein. Gottschling. Laufweg zugestellt. Der Passweg ist trotzdem nicht schlecht. Und dann kriegt man es nicht geklärt. Gibt den Freistoß für die Viktoria. Und da haben sie natürlich jetzt mit Marcel Risse einen ganz gefährlichen Spezialisten da auf dem Programm. Und das ist gut gemacht. Das ist 1:0. Marcel Risse, 10. Minute, genau deswegen hat die Viktoria diesen exzellenten Spieler aus Köln verpflichtet. Starke Ecke, starker Freistoß von Marcel Risse, da kommt Ottmar Pluckmann nicht mehr ran. Saisontor Nummer 8 für ihn und die Führung für die Viktoria nach 10 Minuten mit der ersten Aktion in dieser Partie. Papadopoulos auf El Hasalmeh. El Hasalmeh sucht und findet eine Anspielstation. Auf Papadopoulos, auf Egerer, auf Hemmlein, der mit dem Ballverlust gleich wieder, bitte Handblätter. Ball ist auf Seiten aus, Einwurf für den SV über Hemmlein. Auf Ballmord. Auf Egerer, auf Papadopoulos. Kehr kann sich gegen Holthaus nicht durchsetzen. Langer Ball. Risse. Risse nach außen. Gottschling gegen Al Hasalmeh. Lässt sich da viel zu einfach abkochen. Risse, das ist viel zu einfach. Pluckmann stark. Gibt den Eckball. Kurzer Ball. Risse. Einmal klärt. Und jetzt kriegen wir den Ball aber nicht geklärt. Handle, Handle, Handle. Wieder Pluckmann. Die Viktoria wird hier stärker und verdient sich die Führung hier im Nachhinein. Risse. Aus Klingenburg, aber Pokémon ist da. Der Abwurf für Ballmatt, der bekommt den Ball. Doch noch irgendwie unter Kontrolle. Schickt dann Andermatt. Der Hemmlein versucht und der mit dem Ballverlust. Das ist dann zu einfach auch, wie wir hier die Bälle heute abschenken gegen Viktoria. Und das ist auch nicht wirklich gut, wie wir in der Defensive stehen. Das ist Day, der gute Ball. Althaus, Ball in die Mitte. Keiner fühlt sich für Klingenburg zuständig. Keiner bei Day, noch keiner bei Risse. 2:0 für die Viktoria, 30. Minute. Und das ist in Ordnung. Weil wir mal wieder überhaupt nicht zuständig sind in der Mitte, weil wir überhaupt keinen Zugriff finden in der Innenverteidigung. So ist das 9. Saisontor an dieser Stelle. Und wieder der schlechte Ball auch in die Spitze. Der nächste lange Ball, der ist gut. Handle kommt da nicht ganz ran. Und damit Einwurf für uns Ballmatt. Egerer. Papadopoulos. Kehr wird zurückgepfiffen, weil es abseits gewesen sein soll. Hier gibt es eine Karte gegen Klingenburg. Kehr. Andermatt. Kehr. Andermatt. Schweizer wieder Kehr.
Gut gemacht für Andermatt. Versucht's noch mit der Flanke. Kopfballmöglichkeit, Krüger unterm langen Pfosten. Kriegt Himmlein den Ball nicht über Linie. Das darf nicht wahr sein. Der kann er nicht einnicken aus einem Meter. Den muss er reinmachen in der 38. Minute. Und hier zum Anschlusstreffen. Wieder die Viktoria. Über Thiele nach außen. Das ist schon wieder gut gemacht. Und das ist Lorch, Lorch. Die hat wieder viel Platz. Die Flanke. Und wir kriegen es dann zum Mal geklärt. Papadopoulos. Egerer weiter nach außen. Hemlein wartet auf eine Anspielstation und findet nur Egerer. Ballverlust gegen Klingenburg. Das ist zu einfach. Day. Guter Ball. Da ist Al-Hasameh dazwischen. Und der versucht jetzt Kehr zu schicken. Und der junge Kehr mit ein bisschen Platz, ein bisschen Tempo. Gut gemacht da von ihm. Und dann ist es aber gegen Gottschling wieder zu einfach, wie er da den Ball verliert. Risse in die Mitte gechippt und dann ist hier Halbzeit in Köln. Und die Viktoria führt völlig verdient hier mit 2:0. Risse bis jetzt Man of the Match im ersten Durchgang. Wiesbaden gegen Ustadt 0-0, Mannheim gegen Lübeck 0-0, Saarbrücken gegen 68 1-1, Fair gegen Haching, Uerdingen 0-0, Duisburg 1 gegen Tekücü, die Bayern führen in Haching 1-0 und Dresden liegt also in Zwickau hinten. Und wir werden mal das System umstellen auf ein 4-1-4-1 mit Papadopoulos da, mit Egerer da. Papadopoulos auf der 10, Egerer im Mittelfeld neben Andermatt für die Zentrale. Und dann würde ich sagen, versuchen wir es mal so rum reinzugehen in die zweiten Durchgang im 4-1-4-1 System. Hemlein. Und das ist Andermatt und das ist Papadopoulos. Das ist nicht gut gemacht, weil wir nicht dazwischen kommen, die Ball wieder abschenken und die Viktoria versucht. Aber Ballmann ist diesmal dazwischen und versucht jetzt gleich wieder den Weg in die andere Richtung. Und was macht Hemlein da? Kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Und die Viktoria wieder über Klingenburg, über Day, über Lorch, der weite Ball, mal wieder gemacht zu Chelsea, Risse kommt aber nicht dran, nach 51 Minuten. Egerer. Das ist Krüger, das ist der gute Ball für Andermatt. Der Hemlein, gut gemacht. Hemlein, Flanke. Und Day. Day versucht zurückzulegen auf Klingenburg. Auf Day, auf Lorch. Das ist gut. Die Viktoria spielt das sehr gut. Und das ist Gottschling. Euch zurückgelegt. Klingenburg, Day. Gegen drei kann ich durchsetzen, das ist zu einfach. Handle. Auch der kann sich durchsetzen. Day wieder abgelegt. Abschluss Burgmann, nicht das 0:3 durch Thiele. Also das ist zu einfach, wie wir da diese Partie hierher schenken. Der Wechsel. Leverenz kommt für Handle auf den Flügel da. Boah, Spalmert. Papadopoulos. Andermatt. Schlechter Ball für Hemlein, das ist. Geht gar nicht. Thiele. Guter Chipball. Auch natürlich Marcel Risse. Der macht das ganz einfach. Lässt noch einmal aufsteigen. Der Ball nach außen kommt an. Holthaus. Holthaus. Abgelegt. Keiner bei Timmy Thiele. 3-0 Viktoria.
67. Minute, das ist völlig verdient. Und von uns heute auch überhaupt gar keine gute Mannschaftsleistung, wie wir hier heute auflaufen. Andermatt versucht jetzt dann nochmal auf Hemlein. Und Andermatt und Papadopoulos. Ein schlechter Ball, weil Lorch dazwischen ist. Ist da ein langer Ball. Bühnen, aber wieder keiner da. Nach außen. Wiederholt den Ball noch, legt ihn nochmal zurück. Gottschling. Al-Hasami ist dazwischen. Konterchance gleich jetzt mal. Egerer. Kehr. Der junge Mann, Neuzugang aus. Führt, macht das schon gar nicht so schlecht eigentlich. Die Flanke ist auch nicht schlecht. Kopfballmöglichkeit, aber da ist dann auch keiner, der sich dann da wirklich mal reinwirft. Kopfballduell gewonnen, aber Day für die Viktoria. Al-Hasami. Kehr. Egerer. Andermatt will ihn nochmal ablegen, das ist Krüger, 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 Militz. Und so ein Ding musst du reinmachen, wenn du hier noch was holen willst. Jetzt geht Risse raus, in der 79. Minute bei der Viktoria, starkes Spiel gemacht. Dafür kommt Cueto jetzt rein. Gibt es noch einen Wechsel? Ja. Budjaku kommt für Thiele in die Partie bei der Viktoria. Nochmal der Eckball von Hinlein. Ist nicht gut. Gibt den nächsten Einwurf für uns hinterher. Kehr. Hinlein, Flanke geblockt und ist dann nicht da. Namat im Abseits. Und dann sind hier noch 10 Minuten. Zuspielen. Und dann würde ich sagen, ist das hier heute ein ganz, ganz schwaches Spiel des SV Meppen gegen die Viktoria aus Köln. Und die Niederlage geht so völlig in Ordnung. Wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir uns nicht noch mit 0 zu 4 komplett abschlachten lassen. Kehr mit dem Einwurf auf Egerer. Auf Kehr, auf Papadopoulos, Andermatt, Ballmatt, Althaus geht jetzt um einen Wurf. Hemlein, Andermatt, Hemlein, Papadopoulos. Nein. Und hier ist es nicht. Boniaku jetzt nochmal nach außen. Leverenz. Klingenburg. Day. Leverenz wieder gegen Ballmer, der das gut macht. Und dann ist hier aber schon Schluss. 91 Minuten gespielt. Die Viktoria aus Köln gewinnt mit 3 zu 0. Das ist völlig verdient. Hier gegen den SV Meppen. Am Ende statistisch 7 zu 4 Schüsse, 4 zu 2 Schüsse aufs Tor. Individuell mit mehr Ballbesitz, mit mehr Zweikämpfen. Die Passgenauigkeit der Viktoria ist auch besser, das ist völlig okay. Und Man of the Match müsste eigentlich natürlich Marcel Risse gewesen sein. So sieht's aus. 10,0 Marcel Risse, Man of the Match. Natürlich, ganz klar. Die anderen Ergebnisse werden wir dann gleich noch uns genau im Überblick anschauen. Zunächst mal würde ich sagen, nehmen wir noch die letzten 10 Stunden noch mit rein. Wir haben auch noch mal eine E-Mail erhalten. El Helve wird ihn verlassen, zwar nach Osnabrück. Das ist von mir aus okay. Und wir gehen rein in die letzten 10 Stunden. Und dann
Gehen wir nochmal rein, ob wir nochmal Angebote hier bekommen. Rocha wechselt zu Udinese, habe ich da gerade gesehen. De Marcos wechselt. Wir haben nochmal ein Angebot für Andermatt aus Lugano, was ich mal ablehne. Spieler ist verkauft, Lücker ist verkauft, das ist wichtig. Und Vicente für die Bayerns zweite, die nochmal holen. Für 1,4 Millionen. Akanji wechselt nach Monaco. Issoho kommt nach Leipzig. Aus Turin. Todibo für 90,8 Millionen zu Everton. Und wir gehen noch weiter rein. Rocker für 18,5, wie gesagt, zu Dingens. Paqueta wechselt zu Sheffield aus Mailand, 19,5 Millionen. Bremen holt Özyaqob von Beşiktaş. Und damit sind die letzten 10 Stunden abgelaufen. Wir haben einen Monatsbericht der Jugendmannschaft, nämlich von Theodor Roth, der sich verbessert hat in dem Sinne. Transfer-Update aus Deutschland bis 84 von Tom Stief bis 80 Thorsten Ludwig, bis 75 Jens Thomas und bis 81 Matteo Schuster, also auch nichts Gescheites dabei. Die Transferperiode ist um und das Interesse an Taylor 2,7 Millionen von Neapel, auch da können wir nicht dran kommen. Wir werden jetzt nochmal schnell auf die Ergebnisse schauen nach dem 22. Spieltag. Hier am Ende des 22. Spieltag. Am 30. Januar. Wir verlieren, wie gesagt, 0 zu 3, wie gesehen, bei der Viktoria aus Köln. Wien gewinnt 1 gegen Ingolstadt. Lübeck und Mannheim trennen sich 0-0. Saarbrücken und 68 trennen sich 2-2. Uerdingen gewinnt 1-0 in Verl. Duisburg gewinnt 2-1 gegen Türkgücü München. Die Bayern 1-1 gegen Unterhaching. Dresden verliert 2-1 in Zwickau, etwas überraschend. Lautern gewinnt 2-1 gegen Hansa Rostock. Damit haben wir nach 22 Spielen folgende Tabelle. In der dritten Liga der SVW Wiesbaden immer noch Tabellenführer. 6 Punkte Vorsprung vor Haching. Dann die Viktoria auf 3, etwas überraschend. Punkt gleich mit Haching. Dann Lautern auf 4, die 8 jetzt hier auf 5. Dresden auf 6. 4 Punkte Rückstand schon auf Platz 3, also da muss noch was kommen. Duisburg nur auf 7, Zwickau auf 8, Ingolstadt auch nur enttäuschend auf 9, Saarbrücken auf 10 stark, Rostock auf 11, okay, Magdeburg auf 12, Bayern die Bayern 2 auf 13, wir auf Platz 14 in der Tabelle 24 Punkte geholt, Uerdingen mit 23 Punkten auf Platz 15, 16. ist Lübeck, 23 Punkte, 17. ist Halle mit 22 Punkten, 18. ist Mannheim mit 22 Punkten, Fernen Tabellen, Vorletzter mit 19 Punkten und Tabellenletzter ist Türkgücü München mit 19 Punkten. So, dann gehen wir mal kurz rein in den DFB-Pokal. Die Viertelfinale, Freiburg gegen Mainz, Augsburg gegen die Bayern, auch Leipzig empfängt Union Berlin und Hoffenheim empfängt Wolfsburg. Das dazu und dann Champions League und Europa League, würde ich sagen, schauen wir da mal in den entscheidenden Phasen rein für die Halbfinals und sowas. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich den Part. Lass mir noch was einfach für den nächsten Part und dann sehen wir uns im nächsten Part am 23. Spieltag dann wieder gegen Türkgücü München. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.